Ja, ich glaube, Wilfried, ich brauche jetzt gar nicht groß vorstellen, dem Kreis bist du bekannt. Wilfried Schütz, mit dem Titel hier Reparatur statt Heilung. Reparatur, er ist Diplom-Ingenieur. Heilung, er hat auch Medizin studiert, also von beiden weiß er was. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie du das zusammenkriegst. Ja. Das Medizinstudium ist natürlich schon lange her. Ich habe studiert Mitte der 70er bis Anfang 80er. Ja, kleine 1x1 hast du noch vorher gelernt und kannst du auch immer noch. Also das, ja, aber Medizin hat sich angeblich weiter. Gut, dann bin ich mal gespannt. Gut, okay. Ja, ich habe nun die schwierige Aufgabe, die dunklen Zeiten der Medizin aufzuzeigen. Habe ich mir zumindest vorgenommen, was nicht bekannt werden soll, dass ich auch sehe, dass die Medizin auch ihre positiven Seiten hat, ne? Die uns dann in Notlagen hilft, zum Beispiel die ganze Notfallmedizin, da sind wir froh, dass wir die haben. Und wenn wir die Medizin untersuchen, dann ist es immer wichtig, was auch du gemacht hast, da dieses Dreieck mit Geist, Seele, Körper zu betrachten. Und damit will ich einsteigen. Und zwar zunächst mal hat man ja gute Informationen, zum Beispiel von Plato. Plato so ungefähr 400 vor Christus, Anfang des Wassermann-Zeitalters, hatte ich den Eindruck, also ein Philosoph, der das Wassermann-Zeitalter begründet hat. So, und der unterscheidet zwischen Seele und Körper. Und dann unterscheidet er aber in dem Seelenbereich wieder zwei Ebenen. Vergleicht das mit zwei Rossen, die vor einem Wagen gespannt sind. Der Wagen ist archetypisch immer der Körper. Und diese Seelenpferde, ein Pferd geht nach oben und ein Pferd neigt mehr dem Irdischen zu. Daraus könnte man jetzt sagen, okay, er hat auch selbst diese Unterscheidung getroffen. Es gibt eine Vernunftseele und eine nicht-rationale Seele. Und aus der Vernunftseele, der Begriff kommt ja vom Vernehmen, von der Wahrnehmung von etwas, könnte man jetzt den Geist machen und dann die Seele, die sozusagen zwischen Geist und Körper vermittelt. Die Körperstruktur ist dann die, die das Ganze umsetzt, in die Tat, zur Tat bringt. Hier hätten wir das Symbol der Tatkraft. Und was ich für wichtig sehe, ist, dass der wahre Mensch angeschlossen ist. Sozusagen angeschlossen ist an die Quelle. Und diese Quelle wird von Alters her eben Logos genannt oder Logos übersetzt heißt das Wort. Also gibt es ja ein Evangelium, was auch mit dem beginnt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es ist nicht eins geschaffen worden, was geschaffen ist, was nicht aus diesem Wort entstanden ist. Also es gibt sozusagen keinen Teufel so unabhängig von uns, sondern er gehört einfach zur Schöpfung dazu. Und weshalb er überhaupt auftaucht, das wollen wir auch versuchen zu sehen. So, wenn wir aber die Medizin betrachten, dann können wir die oberen drei Ebenen schon mal streichen. Einmal die Verbindung zu Gott ist gar kein Thema und dann der Geist ist kein Thema und die Seele ist auch kein Thema. Selbst wenn man in der Psychologie mal nachschaut, im Lexikon der Psychologie, Seele als Begriff gibt es dort nicht. Obwohl natürlich Psyche heißt, übersetzt die Seele. Und jetzt gibt es allerdings immer wieder die Aussagen und der Geist ist, der den Körper schafft. Das ist also ganz wichtig. Ja, wenn wir jetzt diese Dreiteilung übertragen auf den Tierkreis, dann müssen wir uns von der Quadrantenteilung verabschieden. Das ist eben, vorhin ist auch gesagt worden, also immer ein Teil, die Leber zum Beispiel, ist ein Teil des Ganzen. Und deswegen beinhaltet dieses Teil immer
die Inhalte des übergeordneten Ganzen. So hat zum Beispiel die Iris beinhaltet sozusagen die Informationen über den ganzen Körper. Das ist ein Teil des Körpers und repräsentiert dann wieder selbst die ganzen Informationen stecken da drin. Und hier wäre jetzt der Anschluss, Wort, das wäre etwas Aktivschaffendes, deswegen ist das ärgerlicherweise für die Frauen, es ist eben männlich da der Schöpfer, aber er hat genau eine Partnerin in uns und das ist der Neptun. Sozusagen der Neptun stellt die Verbindung zum Wort, zur Quelle her und dann steigt das so langsam ab, bis hin dann das, was wir da empfangen haben, zu unserer Tat wird. Das wäre so die Aufgabe des wahren Menschen, so wie ich mir das vorstelle. Hier oben haben wir jetzt den Steinbock, das ist sozusagen unser Problemzeichen, denn da kommt sozusagen die Verzauberung her. Seine ursprüngliche Aufgabe war, auf dieses Wort eine Antwort zu geben. Also eine Struktur zu bauen, zu entwickeln, so wie der Erfinder eine Idee hat und jetzt eine Konstruktionszeichnung macht, also dieser Idee eine Form verleiht, das wäre dann die Antwort auf den Schöpfungsauftrag und darin liegt unsere Verantwortung. Und dann transformiert sich das herab, hier haben wir die strahlende Energie Gottes, hier haben wir die strahlende Energie unseres Geistes, die wird dann wieder vom Wasser empfangen. Hier haben wir die strahlende Energie der Seele und wird wieder vom Wasser empfangen. Jetzt ist allerdings das selbst in ein Problem gekommen, ursprünglich beschrieben, auch wieder von Plato, der hat dort das Gastmahl veröffentlicht, da haben sich Leute getroffen, die über die Erotik, über den Eros gesprochen haben. Und da ist eine Darstellung, die, dass das Selbst, also der Mensch, ursprünglich ein Kugelwesen war, mit vier Beinen und vier Armen. Und dann dieses Selbst irgendwann geteilt wurde. Und die Kraft, die diese beiden Teile, die voneinander getrennt wurden, die Kraft, die wieder zusammenbringt, das ist die Kraft des Eros. So, also wie kommt es zur Spaltung? Das machen wir immer selbst. Wir beurteilen uns. Wir können im Grunde gar nicht denken ohne Urteilen und beurteilen uns und ein Teil, also die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen, also ein Teil des Selbst finden wir gut und ein Teil des Selbst verurteilen wir. Und dieser verurteilte Teil fällt sozusagen in die Welt des Unbewussten. Wir verstecken ihn sozusagen vor uns selbst und das hat C.G. Jung dann als Schatten beschrieben. Und da oben, der Teil des Selbst, den wir bewusst leben, darauf sind wir dann stolz, das bin ich, das wäre dann das Ego. Also das wäre dann die Unterscheidung zwischen Selbst und Ego, sehen wir hier den Unterschied. Diese Spaltung des Selbst ist nachvollziehbar in der Mythologie zum Beispiel. Uranus ist seiner Potenz beraubt worden durch Saturn, also durch Kronos. Oder Jesus ist seiner Potenz beraubt worden durch die Kreuzigung. Kreuz hätten wir auch wieder ein Symbol, das sehr stark vom Saturn durchdrungen ist. Und jetzt bei der Kastration des Uranus, also des Individuums, wir ordnen ja dem Uranus die Individualität zu, sagen wir so einfach. Vielen ist gar nicht klar, was Individualität bedeutet. Der C.G. Jung hat es gut gefasst, den Individuationsprozess, also wieder zu einem dividären Teil, individuell zu einem ungeteilten Wesen zu werden, also zum ganzen Wesen zu werden. Und da hilft uns jetzt die Aphrodite.
Die Aphrodite ist sozusagen entstanden aus dem Samen des Uranus, also ein Reparaturmechanismus, um die Kastration des Uranus zu überwinden, damit natürlich unser Bewusstsein, die Spaltung in unserem Bewusstsein zu überwinden. Und die Aphrodite hat sich die Aufgabe gewählt, alles, was unbewusst in uns drin ist, das stellt sie vor uns hin. Also die Begegnung als Widerspiegelung unseres Selbst. Wir begegnen also unseren Schatten und dazu kann man dann sagen, die Außenwelt ist eine Projektion von uns, von unserer unbewussten Innenwelt. Übrigens da das Entzweien, das ist, im Griechen heißt es Diabolein und Diabolos, also der Entzweier, das ist der Teufel. Und der Begriff Saturn ist auch sehr nah am Begriff Satan. Also nichts gegen Steinbock, ich habe auch Steinbock in meinem Horoskop und Saturn auch. Also ist nichts Ehrenwürdiges. So, und jetzt müssen wir uns befassen, wie kommt es denn jetzt zu diesem Unheil? Normalerweise hat er selbst sehr viel Energie und die einzige Aufgabe ist, es in die Lebendigkeit zu entlassen. Und jetzt tritt aber das Urteil in Kraft und da kontrollieren wir diese Manifestierung, ob die auch nicht gefährlich ist für unseren guten Ruf. Ne? Also vieles von dem, was den Ruf schädigen würde oder wo wir denken, bei den Eltern in der Erziehung keine Anerkennung zu bekommen, blockieren wir dann. Und dann ist diese Energie staut sich und könnte jetzt einen anderen Weg finden. Also mit der Lebendigkeit gehen wir in die Hemmung. Das sorgt uns jetzt da die Saturn. Und jetzt kann man da aus der Hemmung rausfinden, wenn man in eine Kompensation geht. Und jetzt kann es aber sein, dass manche Kompensationen wir auch wieder ablehnen, weil wir sie verurteilen. Also die Franziskaner würden zum Beispiel Reichtum verurteilen und haben damit zum Beispiel eine Stierkompensation, schließen sie damit aus. Dann blockieren wir auch diese Energie und diese Energie versucht sich dann eine Manifestationsmöglichkeit. Und diese Kraft, die da sich entfaltet, nennen wir Schicksal. Also diese Energie wird zum Schicksal. Und da kann es sein, dass uns das Schicksal konfrontiert in der Außenwelt. Oder wir erleben, wenn wir die Außenwelt auch ausblenden, dann erleben wir diese Energie wirkend in unserem Körper. Und dann hätten wir eine Symptombildung, die wir dann Krankheit nennen können. Ja, da ist nochmal der Begriff Schicksal ein bisschen beschrieben. Das Schicksal ist nicht prinzipiell nichts Böses, sondern ist etwas, was uns geschickt wird zu unserer Gesundheit. Salus heißt Gesundheit. Da kommt ja auch die Salutogenese her. So, also das Schicksal trifft die Unheilen als Unheil. Und das Unheil, was man da erlebt, ist die Projektion des Inneren. Dort ist etwas nicht heil, nicht ganz. Und es ist ein Anstoß, Schicksal ist immer ein Anstoß zur Gesundung. Also jeder Schicksalsschlag ist nicht bös gemeint, sondern ein Anlass zur Gesundung. Aber man muss es erkennen, ne? Den Anlass. Ja, na klar. Man kann sich auch dem einfach ausliefern und dann hat es wenig Konsequenzen. Und wir sind in dieser Gesellschaft nicht geschult worden, auf Schicksal zu achten. Schicksal ist da etwas Dubioses, etwas rein Zufälliges, wo keiner was für kann. Und es trifft eben einfach zufälligerweise jemand. Die ganze Psychologie lebt ja vom Zufall. Ne? Ist ja eine Hauptstudium Richtung Zufallsberechnung zu machen.
So, jetzt wenden wir uns der Schulmedizin zu. Sie versteht sich ja als kausale Wissenschaft, die also immer nach Gründen sucht. Wie absurd die Gründungssuche ist, kann man an einem Virus ganz klar nachweisen. Also zum Beispiel, früher war ja Erkältungsviren aktuell, heute ja nicht mehr. Heute sind es Krönungsviren, aber trotzdem, jetzt hat man eine blöde Grippe gekriegt. Und dann kann man zum Arzt gehen und sagen, warum habe ich jetzt eine Grippe? Dann sagt er, kausal, ja, da ist ein Virus, hat dich angegriffen und dein Abwehrsystem hat reagiert drauf. Das dauert eben dann 10 Tage oder mit Behandlung um 10, 1,5 Wochen ohne oder so ähnlich. So, und der macht dann diesen Virus verantwortlich. Verantwortlich ist schon immer ein verdächtiger Begriff, wenn man jemand anderem die Verantwortung zuschiebt. So, und dann frage ich vielleicht den Arzt, warum hat mich der Virus erwischt, mein Arbeitskollege nicht? Ja, der hat vielleicht ein besseres Immunsystem. Warum hat er ein besseres Immunsystem? Ja, der lebt eben stressfreier. Warum lebt er stressfreier? Der hat eine andere Ausbildung. Und wenn er eine andere Ausbildung hat, dann hat er einen besseren Job. Ne? Und warum habe ich dann die schlechtere Ausbildung? Ja, wegen meinen Eltern, die konnten sich nicht erlauben, mich zum Studium zu schicken. Und deswegen, also jetzt sind wir schon beim Vorfahren, bei der kausalen Betrachtung. Ja, warum waren denn die Vorfahren arme Leute? Ja, die kommen aus einem Bauern, Bergbauerndorf oder so. Aha, und dann geht man immer weiter und wo landet man letztendlich? Bei Adam und Eva. Und was haben Adam und Eva gemacht? Sie haben mit dieser Trennung angefangen. Sie haben die Welt zerrissen in Gut und Böse, weil sie gewollt wahrscheinlich da in diesen sogenannten Apfel gebissen. Also hier gibt es jede Menge Verantwortliche und dann die Behandlung besteht oft in dem Kampf gegen die Verantwortlichen. Also hier antivirale Behandlung, die gibt es zwar kaum oder nur in schlechtem Maße, als hohe Vergiftung oder dann ja, Antibios Behandlung. Und so kann man eben für jedes eine Behandlung sich ausdenken. Ich bin der Auffassung, und da bringt mich Folgendes dazu. Ein Homöopath, also ein Arzt, hat zu mir gesagt, wenn ich Homöopathie anwende, dann versuche ich zunächst mal zu gucken, sind diese Leute übersäuert. Und heute sind sehr viele übersäuert. Und die Übersäuerung ist Ausdruck einfach von einer sehr starken männlichen Prägung, weil die Säure ist männlich, die Base ist weiblich. Und vor dem basischen Hintergrund greift die Behandlung sehr viel besser. So, und so bin ich der Meinung, auch wenn man vorhin war, die Hildegard von Bingen gerade zu sehen, dass Heilung an sich weiblich ist. Also die weiblichen Prinzipien in uns kümmern sich um in uns und sorgen für unsere Heilung, für das Heilen. Und jetzt kann man die natürlich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Hier wäre die körperliche Ebene, da geht es um die Beseitigung körperlicher Symptome. Das wäre Notfallmedizin, Chirurgie und dann die Pharmakologie. Und dann gibt es auf der seelischen Ebene sozusagen die Korrektur seelischer Programme. Da würde ich die Psychotherapie sehen, da würde ich auch die Homöopathie sehen, weil sie ja Informationsbereiche wieder hineingibt in den Organismus, die dann entsprechende seelische Programme korrigieren können. Und dann die letztendliche Heilung, das wäre dann Neptun. Also das, was man dann wirklich auch als Erlösung bezeichnen könnte. Dazu ist es wichtig, dass wir halt wieder wir selbst werden. Also Salutogenese, wenn man so will. Und
Das geht natürlich nur, indem wir das Urteil überwinden, also das, was uns krank gemacht hat, diese Spaltung, dass wir die überwinden und dann urteilsfrei Schatten wieder annehmen können, integrieren können. Also wenn jemand nur ein Gutmensch sein will, wird er vielleicht nicht so weit kommen, weil er ja immer schön trennt. Das ist gut und das ist böse. Und draußen haben wir immer das Böse. Die Amis haben extra die Russen als das Böse und die Russen haben extra die Amis da draußen als das Böse. Und so haben wir auch unsere Schuldigen, denen wir sagen, deswegen ist das so. Ne? Also Bewusstwerdung ist hier ganz wichtig. Schattenintegration, Urteilsüberwindung, das wäre dann der geistige Bereich, die Heilung letztendlich. Und das sollte man manchmal nicht meinen, weil in der normalen Astrologie wird dem Neptun ja auch nichts Gutes nachgesagt. Lug und Trug und Schwäche und Verlust und so. Ich wehre mich dann immer gegen diese Zuordnung, weil ich ja viel mit Neptun zu tun habe und versuche, gut mit ihm zu stehen. Ja, wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Mediziner und damit die sie tragenden Ärzte im Grunde eine Glaubensgemeinschaft bilden. Und zwar sind sie sozusagen über die Jahrtausende Priester eines Heilwissens. Und man kommt auch so ohne weiteres in diesen Stand nicht hinein, man muss studieren. Und in dem Studium wird man dort hineingeführt. So. Und früher hat man sich eben auf den Heilgott berufen, Asklepios, da gab es die Asklepiaden, wo Heilung gemacht wurde, das waren aber priesterliche Aufgaben. Der Nachteil ist, dass diese Priester wie heute auch noch die Kirchen männlich dominiert sind. Also zumindest mal die katholische Kirche und sich im Grunde gegenüber der weiblichen Heilkunst sperren. Man schafft sie Zug um Zug ab. Ich werde noch darauf kommen, wieso man oder wie man sie zur Seite bringt. Sie haben auch eine Geheimsprache, eben wie die Priester, auch das Lateinische, wobei das jetzt in amerikanisches Englisch umgewandelt wird. Ja, dann haben sie eine gottgleiche Autorität, die durch im Grunde wenig begründet wird, aber das Volk sagt nach wie vor, das sind die Halbgötter in Weiß. Also ist der Status von den Heilpriestern relativ hoch und um den Nimbus und die Geschäftsinteressen nicht zu verletzen, verhindert man, dass Heilwissen zum Allgemeinwissen wird. Sodass man nur zu einem Arzt gehen kann, unwissend und gläubig vor ihm sitzt. Und was noch ein Problem ist in der Medizin, ist, dass sie ungeheuer zersplittert ist. Und zwar, wir haben die Ganzheit der Medizin in 34 Fachbereiche aufgegliedert. Alles Facharztbereiche. Ja? Da stehen so ein paar von den bekanntesten. Und manche Fachbereiche zersplittern dann nochmal. Also innere Medizin zum Beispiel in 9 Schwerpunkte. Und da ist natürlich die interdisziplinäre Austausch begrenzt. Ne? Das heißt also, oft unterhalten die sich ja damit, sie unterhalten sich in ihrem Fachbereich über die ganzen Probleme, die sich da stellen, aber die Querverbindung fehlt. Wozu ist das interessant? Und zwar gibt es doch die merkwürdige Erscheinung der Symptomverschiebung. Das heißt also, jemand hat vielleicht eine Magenproblematik und jetzt kriegt er vielleicht ein solches Medikament von der Medizin und das Symptom verschwindet. Merkwürdigerweise zeigt sich dann ein anderes System. Vielleicht in der Gebärmutter, vielleicht
ich habe die Schleimhäute auch in dem Bereich, oder vielleicht eine Brustentzündung. Da weiß jeder Astrologe, dass da der Mond angesprochen ist. Das heißt also, wenn ich die auf der einen Ebene das Symptom wegnehme, bildet sich auf einer verwandten Ebene wieder aus, ohne dass das der Medizin jemals bekannt wird, weil die, wenn jetzt Brusterkrankungen, das wären die Gynäkologen oder auch Gebärmuttererkrankungen, Gynäkologen, das andere macht der Facharzt für innere Medizin. Und die tauschen sich dann nicht unbedingt aus, ja, meine Patientin hat das gehabt und jetzt ein anderes Symptom. Ja, dann gibt es natürlich Konkurrenz um Forschungsmittel bei so vielen Fachbereichen. Jeder will ja forschen und das kostet Geld und da lässt man sich dann eben von der medizinischen Industrie unterstützen und die hat natürlich ihre Interessen und die ganzen Forschungsergebnisse sind interessengebunden. Ja, jetzt über das Kausale haben wir schon kurz gesprochen. Geist und Seele ist nicht existent und der Körper ist sozusagen ein Mechanismus, der aus biochemischen Wechselwirkungen besteht und sowohl den Körper als die Organe, als auch die Zellen, als auch die Moleküle entsprechend baut und benutzt. Da haben wir also viele, viele Moleküle, die da den ganzen Stoffwechsel leben. Und da wäre auch wieder das Eiweiß, da Eiweiß ein wesentlicher Baustein der Muskulatur ist, habe ich den jetzt dem Maß zu warten. Ja. Das Haupteiweiß ist ja im Eigelb. Und die Kohlenhydrate, das Zucker, da kommen wir nochmal drauf, Sonne, Fette, Jupiter. Ja, dann die Mineralien und so weiter, Enzyme, Vitamine, Bodenstoffe, also da ist jede Menge Dinge zu lernen auch, die ganzen Funktionen auch sich zu klären, biochemisch. Und dann denkt man, wenn wir da eingreifen können, können wir den Menschen von so einem Symptom wieder befreien. Deswegen, und dann gucken wir noch natürlich, haben wir einen Erreger, haben wir vielleicht eine genetische Disposition oder ist es Alterung, Verschleiß oder ist es eine Verletzung, aufgrund der diese Krankheit entstanden ist. Ja, und da kennt man im Wesentlichen zwei Richtungen, einmal Prävention, Hygiene, Beratung, Aufklärung oder eben Therapie. Der Therapie muss immer vorausgehen, Diagnose. Und da wachen natürlich die Heilfachkundlichen, dass eine Diagnose nur gestellt werden kann von ihnen. Keiner andere darf sozusagen eine Diagnose machen. Ja, und dann, aufgrund der Diagnose, kann man dann in die verschiedenen Ebenen eingreifen, Organfunktion. Das ist natürlich eine Entwicklung, die hat sich über Jahrhunderte hergestellt. Früher hat man ja mal eine Phase gehabt, wo Anatomie ganz verboten war, wo man also den exakten Aufbau da drin gar nicht kannte. Dann hat man die Organe entdeckt und hat gesehen, aha, das sind spezielle Erkrankungen, wo das Organ im Zentrum steht. Dann hat man die Zellularpathologie entdeckt, als man dann Mikroskope hat. Und jetzt hat man die Molekularpathologie, wo haben wir, also da unten, Moleküle. Ja, wenn jetzt ein Mediziner ein Beratungsgespräch ausführen würde, zurzeit ist ja Zucker gerade wieder mal in der Mode, also es zu betrachten, ob das gesund ist oder nicht. Und da erfährt man dann, ja, das führt zu Gewichtszunahmen, Schwächung des Immunsystems, Zucker verbraucht Enzyme und Vitalstoffe, dadurch entsteht ein Mineralstoffmangel,
Und die Kinder kriegen dann Karies oder die Erwachsenen auch. Und, oder Osteoporose und so, oder dann Diabetes. Der medizinische Rat wäre jetzt Reduzierung des Zuckerkonsums. Ende. Und jetzt käme die Astrologie dazu und würde sagen, halt Stopp, Zucker hat ja einen Symbolwert. Das heißt also, warum nimmt denn dieser Mensch so viel Zucker zu sich? Und da müssen wir erstmal gucken, was ist denn Zucker? Da gibt es auch wieder verschiedene Zuordnungen. Zucker-Venus, ich glaube, von Dahlke steht das so. Ich persönlich favorisiere hier, weil Zucker reine Sonnenenergie ist. Also über die Photosynthese werden hier Zucker drin gebildet. Diese ganzen Blätter bestehen aus Zucker. Die ganze Struktur ist Zucker. Ja? Auch das Holz und alles ist alles Zucker. Ja? Deswegen können die Kühe ohne weiteres Holzspäne und Sisalseile, alles was eben natürlich ist, auch verdauen. Wir natürlich nicht. So, und Zucker wäre jetzt gespeicherte Sonnenenergie. Kommen wir auf die Symbolik der Sonne. Die Sonne ist Selbstständigkeit, Lebendigkeit, also das, die Lebensfreude. Wer also eine gute Sonne hat, hat Lebensfreude, wenn er die frei entfalten kann und damit die Süße des Lebens. Und was dann noch man dabei betrachten kann, der Mystiker Böhmer, der hat mal gesagt, Materie, was ist Materie? Ja? Gefrorenes Licht. Also die oberste Ebene des Geistes, das ist ja eine Lichtebene. Ich würde den Uranus zum Beispiel als Lichtrepräsentant sehen. Und dann verdichtet sich das Licht langsam. Zum Beispiel auf der Sonnenebene haben wir dann schon nicht mehr das reinen Wellencharakter des Lichtes, sondern haben wir schon Licht mit einem Teilchencharakteranteil. Und sagen wir, wenn es dann da unten beim Stier angelangt ist, ist es eben nur noch Teilchencharakter, hat sich verfestigt, gefrorenes Licht. Was übereinstimmt jetzt auch mit Quantenphysikern. Bekannte Quantenphysiker haben das auch so bestätigt. Also, jetzt müsste man sagen, müsste man doch für den, der so viel Zucker zu sich nimmt, gucken, wo hat er sein Problem, seine Lebensfreude zu entfalten. Hat er vielleicht eine Sonne Neptun? Ja, dann traut er sich sowieso nichts. Hat er Sonne Saturn, ja, dann ist er im Perfektionismus versunken und alles muss er richtig machen. Es schafft auch keine Freude. Hat er Sonne Uranus, flippt er manchmal aus. Und so kann man sich das dann vorstellen, dass die Lebensfreude da, oder Sonne Pluto, da muss er sich einem bestimmten Vorstellung opfern, bestimmte Erwartungen erfüllen, oft die Erwartung des Vaters. So eine Pluto bei einer Tochter ist was Verheerendes. Da sagt sie, guck mal, der Vater hat ja erwartet von mir, dass ich ein Sohn werde, ein männliches Wesen. Und jetzt bin ich aber ein weibliches, da muss ich mich aber sehr anstrengen. Also das sieht man dann, dass diese Töchter sich anstrengen, die Erwartungen des Vaters zu erfüllen. Ja, dann sind wir dabei, dass eben die Behandlung in der Medizin oftmals eine Symptombehandlung ist. Da gibt es dieses viel gepriesene Analogie, die wird von fast von jedem erzählt. Also man hat eine Ölwarnlampe, die leuchtet rot auf, das ärgert einen, ist ja ein Symptom. Und jetzt muss man das Symptom zum Verschwinden bringen. Wie macht man das? Man deckt es einfach ab oder baut die Lampe aus. So, und jetzt gibt es natürlich menschliche Warnlampen. Die Angst ist eine menschliche Warnlampe, die dann abgedeckt wird über ein angstlösendes Mittel. Also eines der stärksten ist dann das Benzodiazepin.
äußerst suchtauslösend. Und die Schmerzen sind ein ganz wichtiger Ölwarnlampe, wenn man so will. Und den kann man über Analgetika stilllegen. Die stärksten Mittel sind oft Opiate. Die Müdigkeit ist ein allgemein verbreitetes Ding. Dazu nehmen wir dann Aufputschmittel. Also Red Bull zum Beispiel, ist zwar nicht medizinisch, aber wird gerne genommen. Und ihr seht, wie viel Geld man mit Red Bull verdienen kann. Das ist der Wahnsinn, ne? Wie stark der Mensch nach Lebendigkeit strebt, obwohl er müde ist. Ihr müsst sich überlegen, wovon bin ich denn müde? So, Bluthochdruck, das wird gnadenlos runtergebracht auf 120 zu 80. Bakterielle Infektionen, Antibiotika her, dass man damit natürlich das ganze System massiv schädigt. Du hast ja erzählt, ein Großteil der Abwehr steckt ja im Darm mit drin und ist angewiesen auf das Biotom da. Und das zerstört man damit. Ja, dann Entzündung vom Cortison hast du ja auch gesprochen. Ja, bei Fehlsichtigkeit eine Sehhilfe, bei Schwerhörigkeit ein Verstärker da oben. Aber dass die Fehlsichtigkeit auch einen Hintergrund hat, ja? Dass das etwas zu sagen hat, warum bin ich jetzt kurzsichtig oder warum bin ich weitsichtig. Da muss man sich mal überlegen, was macht das selbst, wieso hat es selbst veranlasst, dass das Ego kurzsichtig wird. Ja, ich sagte einfach, kümmere dich doch endlich mal um dich selbst. Und deswegen haben alle, die im weiteren Umkreis sind, schon mal ausgeblendet. Und dann setzt man demjenigen wieder eine Brille auf und dann kann er sich wieder um die anderen kümmern. Absteigender Mondknoten in 12 oder so. Aber das sollte man nicht sagen, aha, dann wird man kurzsichtig. Ne? Also überhaupt, vorhin hatten wir das Thema, aus einem Horoskop dürfen wir keine Krankheit prognostizieren, weil wir die Energien auf vielfältige Weise leben können, ausleben können. Ja, dann einen Knieschuss haben Sie sich erteilt, die Medizin mit der evidenzbasierten Medizin. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren sehr stark wieder in Vordergrund gekommen. Man muss also nachweisen, dass die Behandlungen tatsächlich auch evident sind, also nachweisbar sind. Und das macht man auf den Grund von Zufalls, also auf in zufällig organisierten Studien, randomisiert nennt man das eben da, und auf die Studien ist man dann sehr stolz. Also zum Beispiel unser Dr. Lauterbach liest ja jede Nacht Studien und sagt uns dann, was da drin steht, und Studien sind aber sehr teuer. Und deswegen lohnen sie sich nur für Medikamente, mit denen man sehr viel Geld verdienen kann. Und das sind patentierbare Heilmittel. Das führt dazu, dass in der Forschung, in der pharmazeutischen Forschung, vernachlässigt wird, die seltenen Krankheiten, da ist nicht viel Geld mit zu verdienen, ich weiß nicht, ob du dem so ein bisschen zustimmen kannst, weil hast du nicht mal auch in der pharmazeutischen Industrie. Na klar. Also wenn du Protest anmelden willst, bitte, aber vielleicht nach. Ja. Ja, dann die ganze Naturheilkunde fällt hinten runter. Also man kann jetzt für die ganzen Heilstoffe der Pflanzen Studien machen. Die kosten Millionen. Und in riesigem Umfang muss man die ja auch durchführen. Da reichen nicht 6, 7 Leute, die man dann untersucht. 3 ohne und 3 mit und so. So, und dann voraussichtlich wird man da am Ende wird der Verbot der Homöopathie stehen. Weil eben die Naturwissenschaftler sagen, bei 10 hoch minus
26 ist Schluss. Wenn etwas stärker verdünnt wird, dann ist kein Atom mehr drin, also hat es auch keine Heilkraft. Deswegen muss man es direkt verbieten. Dass das ganze Jahr, das ganze Leben Schwingung ist, Informationsschwingungen sind, das ist dabei verloren gegangen. Ja, Reparatur durch Ersatz, so hat man dann natürlich viele Dinge, man kann also Organsysteme oder Organe verpflanzen. Was wichtig ist, die Information des ganzen Menschen steckt immer in jedem Teil mit drin. Das heißt also, man übernimmt nicht nur den körperlichen Anteil, sondern auch den seelischen Anteil und den geistigen Anteil von dem. Dann beliebt sind eben Gelenksersatz zurzeit, man kann auch viel Geld damit machen. Diese Operationen sind ja standardisiert. Wichtig ist, dass man erkennt, beim Gelenk geht es immer um den Saturn. Ja. Dann, was in der Medizin auch schwierig ist, und das hängt eben zusammen mit dem Saturn, Verantwortungsübernahme. Wir kennen ja die Verantwortungsübernahme in der Kindheit. Die Eltern haben die Verantwortung für mich und das ist auch in der Kindheit legitim, weil das Kind kann ja selbst noch nicht alles. So, und genau dasselbe haben wir natürlich bei Arzt-Patienten-Verhältnissen oder Heiler-Patienten. So, und da geht eben das Kind, was jetzt leidet, zum Arzt oder zur Ärztin und sagt, mach mich heil. In gläubiger Erwartung an den Halbgott im Weiß. Und der steht dann natürlich auch unter Erwartungsdruck. Also der Ärzte geht es auch nicht sehr gut dabei, diese Rolle zu spielen. Er erwartet schließlich permanent, dass sie da sind. Und dann folgt meistens dann eine Symptombehandlung auf der Körperebene. Ja, was jetzt auch noch ein Effekt ist, der vielen Menschen unangenehm ist, mir auch, das sind die Projektionen. Und zwar, sie hat bewusst, wird sich ihres Leides bewusst. Deswegen geht sie zum Astrologen oder Berater. Oder eben Heiler, Heilerin. Und der Heiler müsste sich doch fragen, warum gibt es in meiner Außenwelt so viele unheile Menschen? Warum sind die alle krank, die zu mir kommen? Das muss ja was mit demjenigen zu tun haben, denn die Aphrodite stellt immer das vor die Leute, was ihnen fehlt. Also wenn ihnen das Heil fehlt, kommen viele Unheile zu ihnen. Und das ist auch für die astrologische Beratung ist das genauso anzusetzen. Man muss sich überlegen, nach jeder Beratung, was habe ich denn da jetzt empfohlen? Deshalb kommt keiner zu mir. Sehr schön. Oder? Deshalb kommt keiner zu mir. Ja. Genau. Ich habe es verstanden. Ja, da muss man sich überlegen, es kommen ja nur spezielle Leute, wenn man wirklich rüber guckt, da kommt immer wieder Ähnliches, ne? Bis man begreift, aha, das scheint mein Problem zu sein. Die Beratung kommt nur zu mir, um mir das genau darzubieten. Also Projektion. Das unbewusste Leid projiziert die Ärztin auf die Klientin oder der Psychologe auf den Klienten. Und so unangenehme Geschichte, weil da ist man selbst derjenige, der dran ist, aber eine wichtige Geschichte, denn die einzige, also dieser Individuationsprozess, das ist wunderbar, der C.G. Jung hat das wunderbar alles beschrieben, aber es durchzuführen, zu erkennen, wo ist denn, was ist denn von mir zu integrieren? Ja, das, was in mir leidet, zum Beispiel. Ja, da ich nicht mehr viel Zeit habe,
was wichtig ist, Medizin ist zum großen Geschäft geworden. Und der große Wendepunkt war 1913. Da hat sich der Rockefeller über, der ist ja der Chef von Esso damals, er hat ja große pharmazeutische Industrie gehabt, Erdöl, und der hat sich gesagt, wo finde ich noch Geschäftsfelder? Und dann hat er sich überlegt, wenn ich jetzt die ganze Chemie rübernehme und die ärztliche Ausbildung übernehme, dann kann ich die auch beeinflussen und die Behandlungsmethoden sehr stark schwerpunktmäßig bestimmen. Und das hat er dann getan und hat eine Hoppla-Universität gegründet in New York. Die gibt es bis heute da, im Hintergrund steht sie, da ist ein Haus, und Gärten und so, schön gemacht. Ja, das Problem bei ihm war, er war schon immer ein Monopolist. Monopole haben den großen Vorteil, du kannst Preise verlangen, wie du willst. Ja? Weil außer mir macht sowas niemand. Ne? Und deswegen hat er genau das in Form von patentierbaren Medikamenten erreicht. So. Und das bedeutet, dass die normalen biologischen Wirkstoffe in den Hintergrund treten, dass keiner mehr über Vitamine spricht, auch jetzt in der Corona-Zeit nicht, keiner über Mineralstoffe spricht, auch nicht im Rahmen oft der Ernährung. Ne? Biologisch angebaut ist eben in den Mineralstoffen eben doch noch besser drauf, obwohl die Böden schon ziemlich ausgelaugt sind. So, und was auch noch ein Schuss in das Knie ist, das war der Codex Alimentarius. Sind denn bitte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe? Na gut, da gibt es ja sicher viele Alkohole und speziell in den unterschiedlichsten Pflanzengattungen. So könnte man das verstehen. Und das ist von der UNO gegründet worden zur Sicherstellung der Lebensmittel. Und wie wirkt sich es aus als Instrument zur Beschränkung der Nahrungsergänzungsmittel? Da gehören ja wieder alle dazu. Indem einfach die zulässigen Dosierungen von Vitamin C oder so etwas ganz, ganz niedrig angesetzt werden, wo sie eh nichts bewirken. Ja, vielleicht noch als Abschluss. Ihr seht, welches ungeheure Geschäft gemacht wird, pharmazeutische Industrie. 2018, leider erfährt man die Zahl von 2021, wo also die ganze Impfkampagne mit drin wäre, noch nicht. Aber auch da war es 1,1 Billionen, das sind immerhin 1160 Milliarden Umsatz weltweit, 52 Milliarden in Deutschland. Und dann die Gesundheitsausgaben, jetzt guckt mal, 2000 hatten wir 214 Milliarden in Deutschland, 2021 466, also mehr als verdoppelt. Innerhalb dieser 21 Jahre ein ungeheures Geschäft ist das geworden. Ja, und jetzt kann man den Profit noch mehr maximieren, indem man die patentierten Medikamente irgendwo in Indien oder China bauen lässt. Und dann kommt es hier aufgrund der Lieferengpässe zu entsprechenden Lieferengpässen. Ja. Damit hätten wir es. Zumindest ein kleiner Einblick. Ja. Herr Schlag, das war Profizahl, ne? Lesen, Sprache. Ja, warst du? Ja. Ja, es ist schon kann deutlich, auch, sehr deutlich. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, also dich wollte ich fragen, was heißt eigentlich auf Lateinisch die Gesellschaft.
ist das so Zietas? Ja. Ja, also quidquid est societas, societas esse de lenda. Also die Gesellschaft muss zerstört werden, so wie sie zurzeit ist. Das wollte ich. Das wollte ich nur als Schlusssatz. Betrunken sie auch und dann. Ja. Ja, Betrunken sind sie auch, genau. Genau. Ja, noch Punkte. Für Fragen? Ja. Ich bedanke mich nachher noch direkt individuell bei Ihnen für etwas innerhalb des Referates. Da ist mir eine Erkenntnis gekommen, die ich nicht bisher einordnen konnte. Hättest du denn sozusagen jetzt als Ausblick, wenn diese Gesellschaft zerstört worden ist, ja, so für die Praxis sozusagen einen Ausblick eben auf auch ungefähr die Frage, welchen Anteil nimmt Astrologie als Möglichkeit dabei ein? Also das heißt jetzt bei dem Abwägen, wie viele Vitamin C zum Beispiel man nehmen möchte, würden da astrologische Überlegungen hilfreich sein oder? Ja, es gibt zumindest Ansätze, also ich kenne Ansätze, die hat der Hermann Mayer mal niedergeschrieben, wie man aus den Medikamenten, die jemand einnimmt, also Nahrungsergänzungsmittel, wie man darauf schließen kann, welche astrologischen Konstellationen er da mit bearbeitet. Ne? Aber ansonsten kenne ich da nichts. Und ansonsten bin ich auch nicht so optimistisch, dass man diese Gesellschaft so alles umbauen kann. Das war mehr so in Wiederholung Jahrtausende altes Wissen. Ja. Das müsste zerstört werden. Damals war es Karthago. Ja, also noch alle. Wie man doch bei gut essen gerade, die pharmazeutische Industrie hat eine Wahnsinnsmacht. Ja. So stark, dass die Ärzte müssen ja Weiterbildung machen. Ja. Ja, und dann ja deswegen hatte ich schon geschrieben, das sind nur noch Pharmareferenten. Ja, genau. Ja, die bieten die Weiterbildungsmöglichkeiten an. Ja. Und davon kriegen sie Fortbildungspunkte. Ja. Und ich bin heilfroh, dass ich doch auf die Idee komme, dass die Psychotherapeuten was verschreiben sollen. Da gibt es nämlich Bestrebungen, nämlich die wollen sie genauso dran kriegen. Ja. Auch als Verkäufer anstellen. Ja. Da gibt es ja auch bei Arte interessante Filme. Ja. Und was man da Medizin gemacht hat, ja, die Werte für Cholesterin wurden gesetzt, jetzt plötzlich sind sie alle krank, brauchen wir Medikamente, dann hat man die Prädiabetes erfunden und so weiter und so fort. Der Bluthochdruck wird anders beurteilt, in Deutschland so bescheuert, dass es so niedrig sein muss und so. Das bringt unheimlich Geld. Jetzt war wohl nichts mehr da, noch runterzusetzen, dann waren Impfkampagnen natürlich das Beste. Gut, ich habe noch eine konkrete Frage, weil ich mir jetzt gerade die Brille auf und wieder abgesetzt habe. Ich bin ein Kurzsichtiger und wäre sozusagen ist zu weit gefasst, deinen Hinweis aus dem Vortrag sozusagen so zu nehmen, als würde gesagt, lass die Brillen sein? Ja, erstmal bist du kurzsichtig. Das Selbst hat das ja nicht umsonst hergestellt. Das Ego will das nicht. Ne? Das Ego setzt ja Brille auf. Kompensiert also das, was an sich sinnvoll gestaltet wird. Jede Krankheit ist sinnvoll, auch die Kurzsichtigkeit ist sinnvoll. Nur wir reagieren nicht drauf. Ne? Zum Beispiel ist das ja eine beliebte Methode, Neptun zu kompensieren über das Helferton. Helfen, heilen. Alle kompensieren sie so letztendlich. Auch ich, ne? Wenn ich eine Beratung mache, ist das ja mein bescheidener Versuch, dem ein bisschen zu helfen. Ne? Nur, ich helfe ihm bei einem Leid, was an sich die Projektion meines Leides ist. Das ist so was Unangenehmes.
Ja, aber dann wäre die Frage, sozusagen, was spricht dagegen? Weil ich habe meine Brille jetzt tatsächlich für den Vortrag ausgepackt, damit ich deine Folie besser sehen kann. Ja. Und sagen, was spreche denn oder spricht aus deiner Sicht etwas dagegen, dass ich das tue? Also das heißt, nein, spricht ja nichts dagegen, dass du diese Sehhilfe benutzt. Außerdem, wenn man schwerhörig ist, also das nicht mehr hören will vielleicht, gibt es sicher verschiedene Hintergründe. Spielt auch der Saturn eine große Rolle, Erziehung, Gehorchen. Ne? Bitte. Ja, ich wollte gerne noch einen positiven Aspekt reinbringen. Dass der Appetit nicht ganz verdorben ist. Ja, genau. Es gibt Gegenbewegungen, wie zum Beispiel bei C.G. Jung mit den Begriffen Ganzheit und Individuation. Ja. Und es gibt auch Gegenbewegungen aus der Quantenphysik, die zu einem ganz neuen Begriff der Ganzheit gekommen ist. Ne? Ja. Wie Teile, die aus Teile erscheinen, in Wirklichkeit als Ganzes funktionieren. Also das wird man auch nie wieder wegkriegen. Aber Jung hat große Wirkungen, nicht? In der, unseren Alten, ja. Auf unsere Psychotherapie. Also die Zerstückelung und das Geschäftsinteresse ist beeindruckend, aber es gibt auch Gegenbewegungen. Ja. So wie Hölderlin sagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja. Dankeschön. Sehr schön gesagt. Wäre es dann sozusagen legitim, oder wenn man sich seines Leidens bewusst ist halt und ich gehe, also ich berate jemanden und es ist, dann helfe ich ihm ja zur Bewusstwerdung, aber weil ich mir selber bewusst bin, ne? Dann ist es. Ja, ich weiß es gar nicht, wenn du jetzt dir bewusst wärst, käme keiner mehr zur Beratung zu dir. Das ist doch auch, warum, vorhin hatten wir doch den Fall, warum liebt mich keiner oder warum erkennt mich keiner an? Warum kriege ich keine Anerkennung von anderen? Der einzige Schluss, den man rausziehen kann, ich selbst gebe mir keine Anerkennung. Also das ist dann meistens Neptun, Saturn in irgendeiner Form. Ich gebe allen Anerkennung, außer einem einzigen Wesen, das bin ich selbst. Auch bei Neptun, Jupiter. Alle verstehe ich, außer einem einzigen, das bin ich selbst. Und dann beschweren sich die Leute, ja, in meiner Kindheit und jetzt auch, sind alle so verständnislos zu mir. Na, die machen doch dasselbe, wie ich es mit mir auch mache. Wenn ich verständnislos mit mir umgehe, treffe ich auch verständnislos, die mir diese Verständnislosigkeit zeigen. Ja, man muss natürlich, sage ich mal, als helfender oder beratender Mensch Leiden und Schmerz kennen. Ja. Also wenn man nicht selbst mal gelitten hätte, wie sollte man denn helfen können? Also dieses Leiden, was wir alle in uns rumtragen, haben wir ja gewissermaßen auch schon transformiert und dann Wege gesucht und so weiter. Aber latent bleiben nach jedem Leiden Narben, sag ich mal, oder Dinge, die auch reaktualisiert werden können. Und das ist es wahrscheinlich, auch das ist, glaube ich, ganz bestimmt, dass es so ist. Dass die Leute kommen, ja, und es sind auch die eigenen Probleme. Und manchmal, das würde ich gar nicht abstreiten, kriegt man was erzählt oder mitgeteilt, wo man denkt, au, au, ja, das kenne ich. Ja. Ja, das kenne ich. Und die Bewusstwerdung, das... Weil ich habe immer Probleme mit Ärzten, die sagen, ach, das kenne ich auch. Das habe ich auch. Ja. Da ist noch zu Ende. Ja. Okay, ja. Dann schlagen wir uns jetzt den Bauch voll. Dann schlagen wir uns jetzt den Bauch voll, ja. Ich muss ja nochmal sagen, wir kennen die Aufstellungen. Also da hatten wir mal beim Christopher einen Horoskop aufgestellt, da war ich Repräsentant, da habe ich auch gedacht, ist das jetzt seine Welt oder meine Welt? In dem